Hallo zusammen, hier ist wieder Mario für Markttechnik erfolgreich handeln. Es ist Montag, der 16. September und in meinem heutigen Wochenausblick gehe ich wieder auf die großen US-Märkte, den S&P 500, den Nasdaq sowie den deutschen FDAX und MDAX ein. Bevor wir starten, noch kurz der Risikohinweis. Ihr könnt das Video hier an dieser Stelle kurz pausieren, damit ihr diesen in Ruhe durchlesen könnt. Kommen wir nun zu den wichtigsten Terminen dieser Woche. Da haben wir am Dienstag die Konjunkturerwartungen aus Deutschland. Am Mittwoch dann ein ganzer Zahlenreigen. Und zwar zum einen vormittags um 11 Uhr der Verbraucherpreisindex und nachmittags aus den USA sowohl die Baugenehmigung als auch die Rohöllagerbestände. Und dann die sicherlich zwei wichtigsten Termine dieser Woche. Das ist einmal der Zinsentscheid der Fed um 20 Uhr und die anschließende Pressekonferenz. Und dann noch am Donnerstag der Philly Fed Herstellungsindex und die Verkäufe bestehender US-Eigenheime. Der nächste Wochenausblick findet dann wieder am kommenden Montag, den 23. September. Dann noch ein paar Termine in eigener Sache. Am Dienstag das Live-Webinar zum Aktienbutler. Was ist der Aktienbutler? Es ist eine Softwarelösung, die ich schon sehr, sehr lange nutze. Es hilft mir im Handel, die Aktien herauszufiltern, die saisonal besonders interessant sind. Ihr wisst, ich lege sehr viel Wert auch auf Saisonalitäten, gerade bei den Indizes, aber auch bei den Aktien gibt es halt diese Muster und diese kann man mit dem Aktienbutler isolieren. Also welche Aktien sind überhaupt in welchen Wochen und Monaten besonders interessant? Hier gibt es Monat für Monat, Jahr für Jahr immer wieder dieselben Bewegungen und deswegen ist der Aktienbutler für viele Trader zwischenzeitlich zu einem festen Bestandteil geworden und wir werden am Dienstag mit CapTrader zusammen eben den Aktienbutler vorstellen. Das ist eine dreiteilige Webinarreihe. Ersten Teil werde ich halten. Ich werde die ganze Plattform vorstellen und Teil 2 und 3 wird dann der Kollege Christian Müller, der das Ganze auch entsprechend programmiert hat, dann Teil 2 und 3, wie gesagt, euch weitere Dinge, vor allen Dingen auch die Performance des Aktienbutlers vorstellen. Und dann nicht genug der Webinare. Am Mittwoch gibt es dann noch das Live-Webinar Kleines Konto, groß traden. Eine super spannende Webinarreihe, die ihren großen Start am 7. Oktober hat. Der eine oder andere von euch kennt sich schon. Ich habe ja vor 4 Jahren meinen ersten Vortrag zu diesem Thema gehalten. Zwischenzeitlich haben mehr als 160.000 Trader und Investoren diesen Vortrag gesehen. Alles, was in dieser Webinarreihe vorkommt, werden wir, wie gesagt, am Mittwoch besprechen. Wir werden hier zeigen dann in dieser 10-teiligen Webinarreihe, wie gesagt, die im Oktober startet, was ist alles wichtig beim Trading, wie suche ich die Aktien aus und vor allen Dingen, wie setze ich das Ganze um, dann entsprechend auch in einem Live-Konto. Wie gesagt, Startveranstaltung Teil 3 ist am kommenden Mittwoch. Anmeldung auch hier direkt über CapTrader. Und dann noch am 20.09., also am Freitag, für alle, die aus Frankfurt und Umgebung kommen und sich für das Thema Investment interessieren, Börse Unlimited, der Weg zum Top-Investor. Eine tolle Veranstaltung in einem kleinen Rahmen, werde ich euch zeigen, was alles wichtig ist, wenn ihr erfolgreich im Investment sein möchtet, vor allen Dingen auf dem Bereich Aktien und Indizes, wie schafft auch ihr es, kontinuierlich Jahr für Jahr durchschnittlich über 10% Performance zu machen. Dann am 7. Oktober, wie gesagt, Start der 10-teiligen Webinarreihe Kleines Konto Großtraden und dann noch am 26. Oktober Rendite Unlimited in Berlin zum 4. Mal bereits und dann noch am 23. und 24. November die Investmentausbildung zum Top Trader in München. Kommen wir nun zum S&P 500 Index und hier haben wir gerade in der letzten Woche nochmal einen Anlauf an die Hochs gesehen Richtung 3020, 3030 Punkte. Ihr könnt hier ganz gut sehen, das ist hier der alte Widerstandsbereich. Da hat der Markt es geschafft, ranzulaufen, aber noch nicht darüber hinwegzuschauen. Wir sehen hier am Donnerstag und Freitag diese typischen Umkehrkerzen, die hier entstanden sind. Heute dann mit einem kleinen
Gap nach unten eröffnet. Natürlich haben wir noch sehr, sehr dünne Umsätze. Man darf das Ganze hier auch nicht überbewerten. Aber man sieht hier ganz gut, wie wichtig es ist, wenn man so eine starke Aufwärtsbewegung mitnimmt, wie wir sie in den vergangenen 10 Tagen hier gesehen haben. Und das kann man hier ja ganz gut sehen. Aus der Korrektur heraus über 4,5% Performance waren hier mitzunehmen. Das ist hier natürlich an diesem Doppelwiderstand, den wir hier oben haben, dass es hier erstmal zu Gewinnmitnahmen kommt, vollkommen normal. Die Frage ist jetzt die spannende für diese Woche: Wie weit führt die Korrektur hier zurück? Wir haben natürlich sehr, sehr viel Platz für eine Korrektur. Warum? Nun ja, das letzte Tief liegt nun mal unter der 2900-Punkte-Marke. Das heißt, ein Rücklauf bis hier an die Tiefs von 2960 wäre erstmal die erste Hürde. Das heißt also, bis hierhin ist auf jeden Fall alles vollkommen normal, auch wenn der Markt hier nochmal in diesem Bereich hier vorstößt. Ich zeichne den auch hier nochmal ein. Also das wäre so die Größenordnung 2960, 2940. Wenn die Korrektur bis hier hingeht, wäre alles vollkommen normal und dann von hier aus der Weg dann wieder nach oben. Es ist halt typisch, dass wenn der Markt hier schon einen Doppelwiderstand hat, dass es hier nicht sofort rüber geht. Das sind auch immer Muster, die wir uns natürlich immer sehr genau auch in der Trader-Ausbildung anschauen. Warum ist es so? Wie gesagt, der Markt hat hier mehrfach versucht anzukommen, schafft es nicht rüberzukommen. Wenn er es schafft, dann wird es hier wahrscheinlich mit sehr viel Dynamik auch weitergehen. Das würde ja auch in das saisonale Bild dann entsprechend passen ab Oktober, dass der Markt jetzt nochmal eine Korrektur macht, vor allen Dingen kurz vor dem Zinsentscheid, eine vollkommen normale Bewegung. Heißt aber auch nichts anderes, dass wir uns auch innerhalb des Screening-Dienstes natürlich hier Werte anschauen, vor allen Dingen auf der Long-Seite und dem Markt hier gerne 2-3 Tage Zeit geben, um hier ein bisschen zurückzukommen, um auch wesentlich günstigere Einstiegskurse zu finden. Schauen wir uns das Ganze im Nasdaq an. Da haben wir es noch nicht geschafft, ganz an die Hochs heranzulaufen, aber auch hier auffällig natürlich die beiden Umkehrkerzen hier kurz vor dem Hoch. Also auch das hier bei 8000 kommt natürlich auch noch dazu, dass wir hier eine runde Marke haben. Ihr seht schon, auf wie viele Dinge man als Trader am Ende des Tages natürlich auch achten sollte und muss, wenn man langfristig hohe Performance erzielen möchte. All das und noch viel mehr gehört natürlich hier ganz klar zum Handel dazu. Das heißt, da muss man einfach immer wieder schauen, wo ist das Tief, wo ist das Hoch. Das schauen wir uns ja auch immer im Rahmen unserer Morgenroutine jeden Tag an, weil das natürlich auch wichtig ist. Je genauer ihr im Vorfeld arbeitet, das heißt eine sehr gute Morgenroutine habt, euch die Nachrichten anschaut, desto einfacher wird der Handel. Wenn wir uns alleine die letzten 2 Wochen anschauen, diese Bewegung, die wir sowohl hier im Nasdaq als auch im S&P oder auch im deutschen Markt gesehen haben, da kann man sehr gut nachvollziehen, warum auch unser Konto natürlich in den letzten Tagen sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Vor allen Dingen für die Teilnehmer, die aus dem Mastermind-Seminar kamen. Wir haben ein starkes Nachlassen der Volatilität gehabt. Alleine hier haben wir in den letzten 10 Handelstagen 15% Performance einfahren können. Und das kann natürlich jeder, man muss es halt nur duplizieren. Und von daher kann ich natürlich jedem, gerade alle Trader unter euch, nur empfehlen, nutzt diese Morgenroutine, nutzt vor allen Dingen die Möglichkeiten, die euch auch das Mastermind-Seminar bieten, solche Trades dann zu finden, mit denen ihr sehr schnell 10-15% machen könnt. Immerhin die durchschnittliche Rendite, die unsere Kunden aus dem Mastermind-Seminar machen, liegt bei 40-50% Performance. Wie geht's hier weiter? Auch hier wird es spannend bleiben. Zum einen hier eben die Tiefs. Das ist hier der Bereich, der hier spannend ist. 7730 Punkte. Hier sollte es erst einmal nicht heruntergehen. Deswegen auch bei mir die Positionierung in dieser Woche eher auf den S&P als im Nasdaq sicherlich, weil dieser einfach etwas stärker dasteht. Wenn wir uns den deutschen Markt anschauen, da sehen wir wirklich einen fulminanten Anstieg. Ich habe das Ganze auch schon in den letzten 2 Wochen immer wieder angesprochen. Nachdem wir hier durch den 200er EMA durchgegangen sind, hat der Markt einen richtigen Push nach oben bekommen. Man kann das hier sehen, von unter 12.000 hoch bis 12.500 innerhalb weniger Handelstage. Der Markt will hier an die Hochs. Allerdings darf man nicht vergessen, wir sind natürlich auch noch, was die Jahreshochs sind, anders als im US-Markt, noch ein ganzes Stück entfernt. Das sieht man immer am besten, wenn man mal in den Wochenchart geht. Hier sehen wir die Hochs bei 13.600. Da sind wir natürlich noch ein ganzes Stück von entfernt, 10%. Deswegen das Nachholpotenzial im deutschen Markt ist da. Die Frage ist, können wir das Ganze entsprechend
umsetzen. Und das schauen wir uns natürlich auch innerhalb des Screening-Dienstes dann auch gleich nochmal an, wenn wir uns die verschiedenen Branchen genauer anschauen und dann auch entsprechend die Titel heraussuchen, die natürlich entsprechend aus den starken Branchen heraus dann auch kommen. Kommen wir noch zum MDAX und auch hier super spannend, auch hier sind wir noch ein ganzes Stück von den Hochs weg, 27.500 waren die alten Hochs, wir sind jetzt ungefähr bei 26.000 Punkte, also auch hier noch ein ganzes Stück entfernt, allerdings nicht so weit, wie wir das beim DAX haben, wenn wir uns das Ganze hier anschauen, wie gesagt, beim DAX hatten wir roundabout 10%, hier sind wir bei etwa knapp 6%, das heißt, der MDAX ist hier einfach ein ganzes Stück stärker gewesen. Die Frage ist, kann man das Ganze gut handeln? Und das ist halt im Moment etwas schwierig mit einzelnen MDAX-Titeln. Man muss da schon sehr genau hinschauen, welche Titel man hier aussuchen möchte. Ich selber lege im Moment zumindest den Fokus eher auf den DAX. Warum? Weil auch hier natürlich ganz klar zu sehen ist, wir haben hier diesen Widerstandsbereich bei roundabout 26.300, 26.400 Punkte. Da möchte ich erstmal, dass der MDAX durchgeht und dann werde ich auch hier wieder mehr auf die Einzeltitel schauen. Ja, das war's wieder von mir, Mario für Markttechnik erfolgreich handeln. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Börsenwoche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wenn wir das machen würden, dann müssten wir nicht alle bis zum 65. oder 70. ins Hamsterrad rumlaufen. Und dafür möchte ich euch sensibilisieren. Irgendwas könnt ihr machen, damit ihr da rauskommt. Also das sind wirklich Basisstrategien, die jeder umsetzen kann, relativ einfach. Und wenn man sagt, ja, 7-8% reichen mir nicht, dann kann man dann auch mehr draus machen. Wie gesagt, 15-20% Jahresrendite machen wir Jahr für Jahr. Und letztes Jahr, als die Märkte sind 15% gefallen, wir haben über 20% gemacht. Unfassbar, was ich hier gelernt habe. Was im Investment alleine möglich ist, das ist ja absolut unfassbar. Also der zweite Tag, der hat mich ziemlich weggeblasen.